Wirklich, auch wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr sagt über diese Beziehung solche Sätze wie, es ist ja nicht alles schlecht, haltet kurz inne und denkt darüber nach, was das eigentlich heißt. Wir gucken jetzt von Sascha das Video. Ist das Liebe oder schon toxisch? Ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu einem Video mit eurem Girl Sascha. Ja. Und das Internet ist voll mit Pärchen. Beispielsweise das hinter mir. Frauen, die ihre Männer anhimmeln. Männer, die ihren Frauen Geschenke machen. Hochzeit, Nachwuchs und selbst Scheidungen finden sich im Internet. Doch es geht heute nicht. Wer hat sich Geschenke machen? Hochzeit, Nachwuchs. Und die beiden sind aber auch Speed. Frauen, die ihre. Okay, das Emilia Montana kenne ich nicht. Männer, die Luisas Geburtstag, Nada, Luisa, Nada, ist das Jindawi? Jindawi? Sind das die Jindawis? Ich glaube, das sind die Jindawis. Und Frauen Geschenke machen, Hochzeit. Anna Johnson, sehr, sehr sweet. Tim und Anna Johnson, sehr sweet. Nachwuchs und selbst Scheidungen finden. Paukenschlag und Trennungsdrama. Peter und Iris Klein kenne ich nicht mehr. Sich im Internet. Doch es geht heute nicht um Couple Goals, das könnt ihr zumindest in einem anderen Video von mir sehen, sondern es geht um toxische Beziehungen, zumindest Anzeichen dieser und warum sie so gefährlich sind für das breite Publikum und das alles heute live am Sonntag. Slim Lady Sascha, Moderatorin des Abends. Sonntag. Also, habe ich jetzt nicht gesagt, steht hier unten unter meiner Facecam. So. Um 18 Uhr. Zuallererst aber, was ist eine toxische Beziehung? Auf YouTube kursieren viele Videos dazu. Meist sind die betroffenen Frauen, die ihre Erfahrungen dazu berichten. Laut der AOK versteht man darunter eine giftige Beziehung. Ich weiß, ihr könnt das Wort toxisch nicht mehr hören, aber ich finde... Das ist ja einfach nur das Wort in Deutsch gesagt. Bombe, eine giftige Beziehung, welche sich durch verschiedene Formen äußern kann. Neben physischer Gewalt kommt auch oft psychische Gewalt dazu. Meistens durch Manipulation, Kontrolle, Demütigung und so weiter. Beleidigung, Drohung, Isolierung von Freunden und Familie, Stalking und so fort. Das Verhalten wird nicht am Anfang ersichtlich, sondern kommt mit der Zeit an die Oberfläche, äußert sich beispielsweise durch durchgehende Kritik, extreme Eifersucht, Abschottung und Isolierung der Person. Und das sind nur wenige Beispiele dessen, wie ein... Stimmt, toxisch ist ja auch ein deutsches Wort. Ich dachte gerade, toxic ist ja Englisch, aber toxisch ist ja auch Deutsch. Also ist ja gar nicht Englisch in Deutsch, sondern toxisch ist ja schon... Woher leitet sich das ab, sprachlich? Aus irgendwas Lateinischem oder Griechischem oder so? Aber das ist nicht vom Englischen erst ins Deutsche, glaube ich, ne? Sondern es ist auch einfach so. Eine giftige Beziehung aussehen kann. Wichtig ist an dieser Stelle zu sagen, dass toxische Beziehungen nicht immer auf romantischer Ebene stattfinden müssen. Es gibt ein toxisches Arbeitsverhältnis, toxische Familienbeziehungen. Ich bin Latein! Hat jemand geschrieben? Latein toxicatus? Nein! Erzähl doch keinen Quatsch. Toxicatus. Amelie, und ich frage mich, wie kann man eigentlich eine toxische Beziehung zu den eigenen Eltern überwinden? Auch in der Freundschaft kann eine Gift... Ich glaube, das ist sehr, sehr, sehr... Ich meine, jede Art von toxischer Beziehung ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, in dem familiären Umfeld, insbesondere den Eltern gegenüber, da habe ich auch schon ein paar Cases im Bekanntenkreis gehabt, wo... ja, das ist einfach super, super schwer. Weil wie willst du davon sozusagen, also wie willst du die Distanz, die notwendig ist sozusagen, da aufbauen? Das ist super schwierig so. Aber will jetzt nicht damit sagen, dass andere toxische Beziehungen leicht sind. Giftige Beziehungen stattfinden. Laut der Times überall dort, wo es Wettbewerb oder Konflikte gibt und wo jemand versucht, den anderen zu untergraben oder es ein Mangel an Zusammenhalt herrscht. Doch was ist der Unterschied zwischen schwierigen Zeiten in einer Beziehung und einer wirklich ungesunden Beziehung? Auch wenn Couple Goals im Internet oft was anderes vermitteln, sind Streitereien in einer Beziehung etwas vollkommen Natürliches und sie werden auch oft als Chance... Toxicum ist lateinisch für Gift. Was? Toxicum? Also so wie Kamm, so wie Toxi, Kamm. Weird. Die Lateiner, die waren ein bisschen naughty. Chance genutzt, um Missverständnisse in der Beziehung aufzuarbeiten und zu ändern. Manche streiten nie, manche streiten regelmäßig, beispielsweise meine Nachbarn über mir streiten sehr oft. Ich muss es sehr oft anhören, macht keinen Spaß beim Aufnehmen beispielsweise. Während also Up and Downs natürlich sind in der Beziehung, überwiegen in einer... Meine Nachbarn streiten nie. Ich höre meine Nachbarn nie. Sind meine Nachbarn tot? Weil ich höre die nie. Also ich höre die nie, 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 nie. Unter mir höre ich manchmal, wenn die Klavier spielen. Aber auch verhältnismäßig leise. Über mir
Habe ich noch nie gehört. Noch nie. Aber sie hören dich? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht. Ungesunden Beziehungen, die negativen Aspekte. Sicher, dass da Nachbarn sind? Ach nee, stimmt, ich habe ja gar keine Nachbarn. Ich wohne ja auf meinem Anwesen im Westflügel. Da bin ich ganz, ganz alleine, weil die Bediensteten sind im Ostflügel. Deswegen in meinem Gebäude, also das ist ja ein Gebäudekomplex, das ich habe. Und in meinem Gebäudeteil sozusagen, da bin ich ja ganz alleine. Ein Auf und Ab gibt es in jeder Beziehung. Aber in toxischen Beziehungen ist das Auf so hoch und das Tief so tief. Offensichtliche Zeichen sind jede Form von Gewalt, aber es fängt auch schon mit subtileren Dingen an. Anhaltendes Unglücklichsein. Negative Veränderungen in Bezug auf psychische Gesundheit. Dies kann sich widerspiegeln in dauerhaftem Stress, was auch körperliche Auswirkungen haben kann, wie beispielsweise du fühlst dich müde, erschöpft, du verlierst Vitalität, du hinterfragst dich oft, du gut genug bist. Andere Folgen. Spukt es im Westflügel? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe doch nicht. Können auch sein Depressionen, Essstörungen, ein ständiges Gefühl des Unbehagens, die ständige Panik, verlassen zu werden. Und das ist nicht diese Verlustangst, sondern es ist wirklich die blanke Panik, verlassen zu werden, weil man nichts ohne diese Person ist. Ey, ohne Scheiß, ich hatte das noch nie, dass ich in einer toxischen Beziehung war. Ich war nicht in vielen Beziehungen in meinem Leben, aber ich war zum Glück noch nie in einer toxischen. Aber ich habe gute Freunde, die in sehr toxischen Beziehungen waren, auch über viele Jahre. Und ja, und weiß, was für ein Kampf das und wie lange das dauert, dann da rauszukommen wieder. Und also wie viel Arbeit das kostet und wie viel Kraft das kostet, sich das erstmal klar zu machen und das zu schaffen, so, ne? Ein weiteres subtiles Anzeichen für eine giftige Beziehung ist, wenn man das Gefühl hat, nicht mehr offen mit seinem Partner reden zu können, ohne Ärger zu bekommen. Ich weiß, so als wäre das ein Elternteil, aber meistens ist es so in einer toxischen Beziehung, dass man Angst hat, irgendwas anzusprechen, weil man... Svenny, danke dir für die Doni. Vielen lieben Dank. Eben Angst davor hat, dass der Partner aggressiv reagiert und Dinge vielleicht auch missversteht und einem die Schuld gibt. Er meinte zu mir in der Schlussfolge... Reese hat sehr viele Freunde, die alles erlebt haben. Ja, also ich habe wirklich das nicht selbst erlebt. Also das ist jetzt nicht so eine... Ein Freund von mir hat das erlebt, Nummer. Das, also, sonst würde ich sagen. Es ist meine Schuld, dass er keinen Job findet, weil er nicht motiviert genug dazu ist, weil ich nicht genug arbeite. Andere haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Freizeit mit jemand anderem als ihrem Partner verbringen. Man lebt praktisch für seinen Partner und hofft, dass man alles richtig macht. Es ging mir zu dem Zeitpunkt auch nicht so wirklich gut. Ich habe halt kaum geschlafen, hatte keine Zeit für mich und habe einfach nur versucht, meine Familie glücklich zu machen, ihn glücklich zu machen, Geld zu verdienen, nebenbei zu studieren und einfach irgendwie klarzukommen. Und ich werde einige Beispiele in diesem Video zeigen, die ich persönlich fragwürdig finde. Und falls jetzt hier irgendwelche Leute vorab sagen, hey, warum beurteilst du deren Beziehung? Menschen, die ihre Beziehung extrem öffentlich... Okay, jetzt haben wir geklärt, was eine toxische Beziehung ist. Und jetzt geht es, glaube ich, bei Sascha darum, dass sie jetzt Beispiele zeigt, wo sie den Eindruck hat, dass sie toxisch sind. Fragezeichen. Ausleben, von Menschen glorifiziert werden, als Vorbild genommen für perfekte Beziehungen, laden. Ey, aber das muss euch allen klar sein. Diese ganzen, also von diesen Channeln, die sich so toll zeigen, dass sie immer das tolle, die tolle Beziehung führen und alles ist fantastisch und wir führen die tolle Beziehung und so. 90% davon laufen nicht gut. Das ist, das fickt eine Beziehung auch, das so nach außen hin tragen zu wollen die ganze Zeit. Also ja, ich hoffe, das ist euch sehr bewusst, dass das im Regelfall dann nicht so ist. Das Leben von Menschen glorifiziert werden, als Vorbild genommen für perfekte Beziehungen, laden dazu ein, dass man ihre Beziehung beurteilt. Ich möchte also keine Beschwerden hören, ansonsten könnt ihr einfach direkt an dieser Stelle abschalten, wenn es euch... Wer guckt denn überhaupt so Beziehungschannels und warum? Ey, weiß ich nicht. Ich denke, weil Leute da sich, keine Ahnung, fühlen das
weiß ich nicht. Euch nicht gefällt, dass andere Beziehungen beurteilt werden. Zu Anfang möchte ich Nova Lana Love, aka Farina, benennen. Für diejenigen, die sie nicht kennen, sie ist in den letzten Wochen durch die Medien gegeistert, denn sie wurde betrogen von ihrem Ehemann. DJ Jeezy ist Nova Lana Love fremdgegangen. Statement und Reaktionen. Einem DJ, DJ Rizzy. Mehrere Wochen später hat sie in einem Podcast diverse Sachen erzählt, die ich sehr, sehr interessant fand. Unter anderem, dass sie die Fremdgehbilder selbst geleakt hat, indem sie mit Fake-Profilen an Gossip-Seiten geschrieben hat. Also ich habe die Bilder verbreitet. Ich wusste, das wird an die Öffentlichkeit kommen. Ich wollte es nur beschleunigen und hinter mich bringen, weil ich nicht darauf warten wollte. Deswegen habe ich das einfach an die entsprechenden Seiten selber mit Fake-Profilen geschickt. Das musste sein. Für mich selber an allererster Stelle. Ja. Und so weil schlau, ich, das war einfach so ein Bratpfannen-Überzieh-Move für alle. Ja, und die Situation ownen. Ja. Erstens wurde sie betrogen. Was? Also, warte, ganz kurz. Sie wurde betrogen, hatte Fotos davon und hat dann diese Fotos genommen. Also ist nicht mit den Fotos zu ihm hingegangen und hat gesagt, ich mach Schluss, sondern ist erstmal zu den Medien hingegangen und hat gesagt, postet das und hat es auch nicht selber gepostet. Hey, ich hab's nicht mal verstanden. Betrogen. Sie hat nicht Kontrolle über eine Situation, die sie nicht beeinflusst hat. Zweitens hat sie die Bilder nicht selbst veröffentlicht, was sie mit ihrer Reichweite hätte tun können und sagen können, Leute, schaut mal, ich wurde betrogen und ich möchte dazu was sagen. Nein, sie hat mit Fake-Profilen an Gossip-Seiten die Bilder geschickt. Inwiefern ist das die Situation ownen und ein Bratpfannen-Move? Eine Eigenschaft. Ich hab's auch nicht gerallt. Hä? Weil, also sie hätte ja auch öffentlich einfach das posten können, dann hätten ja auch diese Sachen wahrscheinlich drüber geschrieben. Hä? Die man in einer toxischen Beziehung hat, ist, Sachen zu relativieren. Aber da hängt noch mehr dran. Es sind andere 90% auch nicht scheiße. Es ist dieses eine Problem, was wir haben. Meistens hat man ja innerhalb einer toxischen Beziehung auch einige positive Erlebnisse. Ab wann rätst du denn, aufgrund von toxischen Erlebnissen die Beziehung aufzulösen? Ja, man hat immer positive Erlebnisse in einer toxischen Beziehung. Das ist das typische Zuckerbrot- und Peitsche-Spiel. Wenn es um Kleinigkeiten geht, kann ich diese Ansicht verstehen. Wenn beispielsweise es einem nicht gefällt, wie der Partner isst oder dass er schmatzt oder dass er vielleicht schnarcht, dann kann ich verstehen, wenn die... Echt, ey, kann man aufhören zu schnarchen? Ja, okay. Nee, ich glaube, also... Wem das nicht bewusst ist, wenn deine Beziehung sich in dem einen Augenblick wunderbar toll anfühlt und im nächsten Augenblick wieder super scheiße und dann wieder super schön und dann wieder super scheiße, dann ist das nicht gut. So sollten Beziehungen nicht sein und das macht dich kaputt. Und ich glaube, ganz viele Leute haben Schwierigkeiten, aus einer toxischen Beziehung rauszukommen, weil es eben dieses Wechselbad gibt sozusagen von, es ist, du fühlst dich super kacke, aber dann kriegst du die Belohnung, dass es was Tolles gibt, dass es die Aufmerksamkeit gibt, dass es die Liebe, die Zuneigung gibt oder so. Und dann denkst du wieder, ah, es ist ja wieder alles gut. Und dann wird es wieder entzogen und das ist sozusagen dieses rauf, runter, rauf, runter. Die positiven Aspekte überwiegen. Wenn es aber um die eine Regel geht in einer monogamen Beziehung, dass man ihm treu sein muss und wenn diese gebrochen wird, finde ich es ein bisschen schwierig zu sagen, ja, aber hey, wir haben doch voll viele positive Dinge, die überwiegen. Ich habe auch in dem Statement geschrieben, wenn mich jemand um eine Chance bittet, dann gebe ich die. Ich möchte nicht diejenige sein, die nicht alles versucht hat. Gerade jetzt, wo ein Kind im Spiel ist, eine Ehe, man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Klar ist das ein bisschen einseitig, um ehrlich zu sein. Aber ich kenne, wie gesagt, auch diese andere Seite und weiß die sehr zu schätzen. Und mit jemand anderem hast du andere Probleme. Und bevor jetzt ein Chat fragt, wie viel Sirup macht ihr in 1 Liter Wasser? Weiß ich nicht. Ich mache immer nur so Spritzer. Also ich messe das nicht. Ich mache immer so nach Gefühl einfach so Spritz. So, das so, wie ich mache. Keine Ahnung. Je nachdem, wie viel das ist. Je nachdem, weiß ich, ich kann das ganz schwierig sagen, wie viel Spritzer auf 1 Liter Wasser kommen. Das ist immer so ein Spritzer. Aber also ich mache auch einen Spritzer in ein Glas. Also wenn ich sozusagen 250 Milliliter habe, mache ich einen Spritzer rein. Wenn ich 1 Liter habe, dann mache ich einen großen Spritzer rein. Aber es ist beides ein Spritzer.
Ich habe jetzt gar nicht geholfen. Ne? Ich merke gerade, ich habe gar nicht geholfen. Einige Leute schreiben, hey, Sascha, du kannst es nicht verstehen. Sie ist verheiratet, sie haben ein Kind, sie haben sich ein Leben aufgebaut. So wie beispielsweise auch andere Kommentare auf Instagram, die besagen, ich werde keine Sekunde meines Lebens verstehen, wie sich hier andere Frauen im Namen von Empowerment rausnehmen, eine Frau zu verurteilen, die in einer unvorstellbar schwierigen Situation versucht hat, das zu machen, was ihr gut tut. Kommt mal runter von euren Höhenrössern. Girls, we all dated someone's crusty son. Ich kann... What? We all dated someone's crusty son? Ist das ein Spruch? We all dated someone's crusty son? Was soll denn das heißen? Crusty? Heißt crusty nicht so krustig? Hä? Mal runter. Wir haben alle krustige Söhne gedatet? Haben wir? Von euren Heißt das krustig? Röstern. Girls, we all dated someone's crusty son. Ich kann verstehen, warum manche Leute es scheiße finden, dass man sich in... Ich weiß einfach nicht, was crusty Sons sind. Das hat wahrscheinlich irgendeine Bedeutung, die ich gerade nicht kenne. Beziehungen einmischen sagt, warum machst du das? Warum? Ah, eklig, schreibt der Chat. Ranzig, eklig. Bäh. Ja, okay. Verkorkst. Warum tust du dir das an? Und das kommt... Ey, Chat, ihr seid solche Linguisten. Ihr seid immer da. Wenn mein Sprachhorizont beendet ist, nehmt ihr mich an die Hand und sagt, komm, da ist noch eine andere Welt mit neuen Worten, die man entdecken kann. Und dann gehe ich mit euch mit. Ist das schön? Kommt vor allem daher, weil viele betroffene Frauen, als auch Männer, die Erfahrungen gemacht haben in einer toxischen Beziehung und man sieht, wie diese Person leidet, weil man genau dasselbe durchgemacht hat und es tut einem weh. Und es tut einem weh, wenn Menschen mit viel Reichweite das jungen Mädels, jungen Jungs vermitteln, dass man eben positive Dinge über einen Betrug stellen soll. Linguisten? Nee, einfach keine Millennials. Ach, das ist so ein Generationending oder was? Shit, Digga. Ja, okay. Das ist einfach jetzt ein Wort, was so da ist. Ah, gut. Ja, ja, klar, kenne ich. Die Worte, die so da sind, die kenne ich natürlich voll. Da bin ich dabei. Soll. Und man ist nicht auf einem hohen Ross, wenn man es schade findet, dass sie sich selbst erniedrigt, indem sie zu so einem Mann wieder zurückgeht. Denn nicht nur, dass sie sagt, hey, wir haben auch positive Aspekte, sondern sie relativiert sein Handeln. Es ist eine Probezeit, es ist eine Bewährung, wenn man so will. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Mhm. Das klingt wirklich weird. Sorry, ich will gar nicht so Männerbashing betreiben. Aber verstehe ich es gerade richtig? Weil vielleicht verstehe ich es auch falsch, aber verstehe ich gerade richtig, dass sie betrogen wurde von ihrem Dude und dann gesagt hat, lass mal, wir machen es weiter, weil er tut für seine Verhältnisse das, was er kann? Das klingt so nach Bare Minimum. Es gibt mir so Bare Minimum-Vibes. Das heißt, eine Therapie, natürlich zwischenmenschlich, ergibt sich sehr viel Mühe. Es ist nicht einfach, es ist eine Krankheit am Ende des Tages, psychische Abhängigkeit von Alkohol. Ist nicht körperliche Abhängigkeit, aber in Verbindung mit seinem Job, ne, zu performen und auch ein Künstler zu sein auf eine Art und Weise, ist ja ein anderer Mensch als der Mensch, mit dem ich zusammenlebe. Das ist einmal, ne, DJ Jeezy und einmal Puja. Mhm. Aber das verstehen die Leute natürlich nicht. Nein. Nee, ganz ehrlich, ich verstehe das wirklich gerade nicht. Also, ich verstehe nicht. Also war jetzt dieses, er ist ja auch Künstler und ist halt DJ, war das jetzt eine Begründung für, dann geht man halt fremd? Hä? Also, ich bin mir gerade wirklich nicht sicher. Ich will gar keinen Vorwurf machen, weil ich einfach so irritiert bin, wie das alles, also ich verstehe nicht, wie das eine mit dem anderen... Hä? Nein, die Leute verstehen es eben nicht, weil das sind eben Normalos. Wenn deren Männer sie betrunken in der Kneipe betrügen, dann ist das was anderes. Aber zum Glück gibt er sich Mühe, glaube ich. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Er macht für... Warte, ganz kurz, das müssen wir uns nochmal... Glaube ich. Und er gibt sich Mühe, er macht für seine Verhältnisse wirklich alles, was er kann, glaube ich. Er macht... Für seine Verhältnisse, alles, was er kann, glaube ich. Das sind zwei Relativierungen in diesem Satz. Er war stets bemüht. Also,
Okay. Natürlich kann ich verstehen, wenn man Aspekte wie Ehe, Kind und das erarbeitete Leben bis dahin als Rechtfertigung nimmt, um sich nicht von einem Mann zu trennen und ihm eine zweite Chance zu geben. Also ich kann mir vorstellen, dass es eine schwierige Situation ist, vor allem weil Aspekte wie emotionale Abhängigkeit in das Thema mit reinspielen. Ein gutes Beispiel ist das in Scheidung lebende Paar, Gloria und Nicola. Oder so ein sehr, sehr schöner Reim. Sie wurden bekannt durch Temptation Island, wo er ein ausgiebiges Partyleben hatte und sie ihn von der Ferne gedemütigt und beleidigt hat. Ich sag immer, so hübsch wie er ist, so dumm ist er. Der hübscheste Mann, den ich je kennengelernt habe, aber der dümmste, den ich je kennengelernt habe. Nach der Sendung. Was? Was? Folgte die Trennung. Gerüchten zufolge haben sie sich angeblich für... Warte. Ich bin in diesem ganzen Temptation Island-Ding nicht drin. Waren die, für die Leute, die das kennen, die wissen, worum es da gerade geht, waren die zusammen zu dem Zeitpunkt, wo sie öffentlich im Fernsehen gesagt hat, dass er der dümmste Mann ist, den sie je gesehen hat? Waren die da zusammen? Ganz kurz. Waren die verheiratet? Sehe ich das? Verstehe ich das gerade richtig? Die waren verheiratet? Die beiden Personen waren verheiratet und sie hat im Fernsehen öffentlich gesagt, das ist der dümmste Mann, den sie irgendwie je gesehen hat oder den sie kennt oder so? So hübsch wie er ist, so dumm ist er. Der hübscheste Mann, den ich je kennengelernt habe, aber der dümmste, den ich je kennengelernt habe. Der dümmste Mann, den sie je kennengelernt hat. Boah. Nach der Sendung folgte die Trennung. Gerüchten zufolge haben sie sich angeblich für prominent getrennt, wo der psychische Terror nicht abgenommen hat und Zuschauer noch intensiver das Ungleichgewicht in ihrer Beziehung beobachten konnten. Du stellst mich Warum hier heulst du denn jetzt? Wie das ich Alter. Du kannst nicht jemanden null oder egal was man macht. Ich hab's gesagt, weil du keinen machen wolltest. Die relativiert. Digga. Ich wünsche den beiden erstmal, dass sie nicht mehr ins Fernsehen gehen für sowas. Weil das ist jetzt auch nicht, ich sag mal, hilfreich. Und ich krieg da auch ganz krasse Vibes von, bitte geh von dieser Frau weg. Halt, boah. Die scheint mir nicht ein Mensch zu sein. Digga, wie kann man mit jemandem verheiratet sein und so, ich komme darauf nicht klar. Ihre Aussagen und sagt, es gebe einen Grund, warum sie so ausrastet. Ein Mensch reagiert ja nicht ohne Grund einfach so. Es sind halt viele Sachen bis zu diesem Moment passiert, die mich einfach so empfindlich und so überreagieren haben lassen. Und natürlich... Es ist ja einfach Verantwortung, so die Verantwortung ist so bei dir und du nimmst die Verantwortung, packst die so in ein Paket und stellst die weg. Das war dieses Statement gerade. Einfach, ja, ist ja auch, also die Verantwortung ist ja bei den Einflüssen, die auf mich, die mich zu dem gemacht haben, was ich bin, ein Opfer meiner selbst. Natürlich stellt man sich die Frage, warum bleibt er bei einer Person, die ihn ständig demütigt und zum Weinen bringt? Wenn man Gloria glauben mag, könnte er doch einfach gehen. Er hätte jeden Moment die Wohnung verlassen können. Er hätte jeden Moment die Scheidung einreichen können. Er hätte jeden Moment seine Füße in die Hand nehmen können und davonlaufen. So, hat er aber nicht. Er war ja so lange bei mir. Und da kann man ja dann auch mal herausschlussfolgern, dass es vielleicht nicht so scheiße mit mir ist und dass ich ja nicht durchweg scheiße bin. Oh mein Gott, Alter. Ey, hier sind gerade mehr Red Flags als in China hängen, ohne Scheiß. Auch sowas zu sagen, er hätte ja jederzeit gehen können, dann kann es ja nicht schlecht sein. Kann ja nicht, natürlich, dann kann man auch, dann kann man ja kein toxischer Partner sein. Wenn der andere hätte gehen können und nicht gegangen ist, weil wir wissen doch empirisch, dass keine Beziehungen existieren, die toxisch sind, wo der Partner nicht geht. Existiert ja nicht. Hat es noch nie gegeben, glaube ich, dass es eine Beziehung gab, die sehr schlecht war, wo der Partner trotzdem nicht gegangen ist. Das hat noch niemals kam das vor. Deswegen logisch völlig durchgespielt, das Ding.
sondern dass ich natürlich auch meine guten Seiten habe, weil Nico hat sich ja auch in mich verliebt. Ne? Ich meine, er hat sich ja nicht in mich verliebt, weil ich durchweg bin. Viele Betroffene von toxischen Beziehungen werden von ihrem Umfeld gefragt und fragen. Ey, wirklich. Sie ist wirklich so, als hätte sie so eine riesige, so eine lange Stange in der Hand. Und da ist so eine richtig große, so eine 2x3 Meter rote Fahne. Und sie wird die ganze Zeit so rumlaufen und die so schwenken. Das ist, was sie ist. Fragen sich auch selbst, warum bin ich so lange geblieben? Warum bin ich nicht einfach gegangen? Dass ich das mit mir machen lassen habe, dass ich so weit... Ich finde auch, das ist ein ganz anderes Level jetzt nochmal gerade gewesen, als das eben. Ne? Das, was wir eben gesehen haben, das war so, ja, aber das jetzt gerade einfach öffentlich den Partner, den Ehepartner öffentlich zu demütigen, ihn anzuschreien, zu sagen, dass er der dümmste Mensch ist vor allen Leuten, ihm zu sagen, ja, hätt's doch gehen können, wenn du nicht gehst, dann ist doch alles gut. Das ist wirklich ohne Scheiß, da sind so viele kommen lassen hab, dass ich das nicht früher abgebrochen habe. Selbst wenn ich das so durch mein logisches Denken weiß, dass es nicht meine Schuld war. Es ist einfach so tief in mich eingebrannt, weil er mir immer das Gefühl gegeben hat, dass es meine Schuld war, dass ich das immer noch irgendwo glaube. Emotionale Abhängigkeit darf man nicht mit Liebe verwechseln. Oftmals ist es einfach so, dass dir der Partner einredet, dass du nichts ohne ihn bist. Auch das ist, was ich später gelernt habe, was in solchen Beziehungen passiert, dass man irgendwann in so eine Grundabhängigkeit verfällt. Also ich hatte irgendwie wirklich das Gefühl, ich brauche diesen Menschen und ohne ihn komme ich nicht klar. Du fängst an, dir weniger zuzutrauen. Du glaubst, niemand kann dich so lieben wie er, denn irgendwie bist du ja schrecklich, denn sonst wäre ja dein Partner nicht ständig böse auf dich. Was ist denn eigentlich emotionaler fragt auch Caro S. Der dich erniedrigt, in Wort, auch vielleicht in körperlicher Gewalt. Heißt aber nicht, wenn du keine Schläge kassierst, dass du nicht emotional missbraucht wirst. Freunde sind genervt, weil du ihnen ständig dasselbe erklärst. Ja, es ist auch eine Sache, die die Leuten klar sein sollte, dass das emotionaler Missbrauch, beziehungsweise das Missbrauch oder sozusagen Gewalt nicht nur physisch sich äußern muss. Und also ich hatte zum Beispiel einen Case, wo es für mich als Freund auch sehr lange gedauert hat, überhaupt zu verstehen. Also wo es auch, ich hatte basically einen guten Freund und da ist es passiert, dass die Freundin von ihm, und die waren schon sehr lange ein Paar, ihn auch, ja, basically gedemütigt hat, auch einfach teilweise schlecht über ihn geredet hat, vor allen Leuten dann so. Und einfach so ein bisschen gestichelt hat nicht, sondern halt schon wirklich so abwertend über ihn gesprochen hat und abwertend so, ja, das kann der ja auch nicht und da ist er auch nicht. So, und das Ding ist so, bis ich richtig verinnerlicht habe, wie nicht okay das ist, hat es auch gedauert. Also bis wir im Freundeskreis sozusagen darüber gesprochen haben, gesagt haben, ey, das, was wir da teilweise erleben, das ist doch eigentlich nicht okay. So, hat es wirklich ein bisschen gedauert. Deswegen kann ich das nur allen Leuten sagen, ja, da eine, wenn ihr so ein bisschen das Gefühl habt von, oh, das war jetzt aber schon stark geshootet bei einem Pärchen untereinander, einfach mal danach mit anderen Leuten, die noch im Raum waren, drüber reden und mal kurz abchecken, war das noch ein bisschen Shooten unter Pärchen oder war das mehr als das? Chat fragt, was macht man da aber als Freund? Auf das Thema aufmerksam machen, also dem Freund mal an die Seite nehmen und wenn du, also halt mit ihm reden so. Das ist erstmal ein Punkt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Weil dadurch, dass wenn du in dieser Beziehung bist und die einzige Auseinandersetzung mit der Beziehung, ob die okay ist, hast du mit dieser Person, dann kommst du natürlich schwieriger raus. Aber wenn Freunde von dir sich mit dir auch darüber unterhalten so, ne, und wenn du sagst, hey, ne, das ist eigentlich nicht okay, so verhält sich, ne, du kannst ja auch erzählen, ey, ich kenne das gar nicht aus meiner Beziehung, ich hatte das noch nie, dass meine Freundin so mit mir umgeht, und ein anderer Kollege sagt dann auch, nee, ich kenne das auch nicht, und dann sagt man, hey, wir haben das Gefühl, das ist echt nicht okay so, dann hilft es, glaube ich, schon sehr, um jemandem einfach das so klar zu machen, was passiert denn hier eigentlich, weil das ist ja
das, wo es häufig dran scheitert, dass man wirklich versteht, was da passiert und dass das Bewusstsein für das Problem schafft. Aber sie verstehen dich nicht, denn niemand wird eure Beziehung und eure starke Liebe verstehen. Alles, was gegen ihn gesagt worden ist, habe ich überhaupt nicht an mich rangelassen. Und so schottet man sich immer mehr ab und kommt in ein... Männern wird da eh nicht geglaubt. Ja, weiß ich nicht, Chat. Es ist definitiv ein größeres Problem, dass sozusagen Männer teilweise in unserer Gesellschaft nicht ernst genommen werden, wenn sie sagen, dass sie häusliche Gewalt oder darunter fällt, glaube ich, ja dann auch die psychische Gewalt und so, glaube ich, dass sie sowas erleben. Das stimmt, aber dass Männern gar nicht zugehört wird, ist auch natürlich falsch. Also es ist auf jeden Fall, ich verstehe den Punkt, aber man sollte auf jeden Fall trotzdem drüber reden. Sehr gefährlichen Kreislauf. Und trotz des Schmerzes sagt Nicola selbst, dass er nie Schluss gemacht hätte, sondern eben Gloria diejenige war, die Schluss gemacht hat. Egal. Jemand fragt, hat er Schluss gemacht? Ja, die sind getrennt. Und ich bin so froh darüber, dass die getrennt sind. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie viel das alles verlesen war, alles vor. Weil das war noch mehr. Da war noch mehr. Da war einiges. Aber lass mich nicht anfangen, weil das ist, egal. So, wir sind wieder beim Video. Ich mache wieder Videoplay. Sondern eben Gloria diejenige war, die Schluss gemacht hat. Egal, wie viel das alles verlesen war, alles vor. Ich konnte mir die auch nicht Schluss machen. Es wird oftmals Betroffenen die Schuld gegeben, warum sie es haben so lange mit sich machen. Also er hat jetzt gesagt, er konnte nicht Schluss machen. Diejenige war die des Schmerzes, sagt Nicola selbst, dass er nie Schluss gemacht hätte, sondern eben Gloria diejenige war, die Schluss gemacht hat. Egal, wie viel das alles gelesen war, alles vor, ich konnte mit ihr nicht Schluss machen. Ey, der tut mir so leid, der Typ, ohne Scheiß. Ich kenne diese Sendung nicht, ich weiß nicht, wie er sonst ist so, aber er tut mir einfach so unfassbar leid. Es wird oftmals Betroffenen die Schuld gegeben, warum sie es haben so lange mit sich machen lassen. Und oftmals geben sich Betroffene selbst die Schuld dafür. Warum machst du das mit? Ach, du bist ja selbst schuld. Was sagen Sie als Expertin denn zu so einer Sichtweise? Warum man so schwer aus der Beziehung rauskommt, hat viele Gründe. Einer ist ganz sicher der, dass auch der narzisstische Partner mitunter ausgesprochen liebevoll und nett sein kann. Und dann kommt immer wieder die Erinnerung dran nach dem Motto, ach, er ist ja auch so nett und jetzt ist er zwar für mich entwertend und böse, aber ich liebe ihn ja doch. Und man hat so das Gefühl, man kommt von dem Menschen nicht weg, weil es ja mal so schön. Jemand fragt, ist die Expertin Sarah Wagenknecht vom Klang? Stimmt, ist ähnlicher. Also die Person klingt ein bisschen wie Wagenknecht. Ja. War und auch immer wieder schön sein kann. Ist auch toll, weil nicht alles ist oder war schlecht. Ja. So, und das habe ich natürlich dann auch gemerkt, recht relativ schnell. Aber man darf eben nicht vergessen, dass Instrumente wie Manipulation in einer ungesunden Beziehung eingesetzt werden. Vor allem ist es einfach so, dass in... Wirklich, auch wenn ihr in einer Beziehung seid und ihr sagt über diese Beziehung euch selbst oder Leuten solche Sätze wie, es ist ja nicht alles schlecht. Falls ihr sowas sagt, haltet kurz inne und denkt darüber nach, was das eigentlich heißt. In einer toxischen Beziehung der Charakter eines Menschen enorm gebrochen wird. Und das ist eben problematisch, wenn ungesunde Beziehungen oder Aspekte relativiert oder gut geredet werden. Man hat sich ein Versprechen gegeben, in guten wie in schlechten Zeiten. Schau mal, die steckt auch in dieser Situation und die versuchen es auch weiter. Man muss den Leuten eine zweite Chance geben, oder? Und natürlich darf man Aussagen von öffentlichen Personen aufgreifen und kritisieren. Vor allem, weil man sich so ein Bratpfann überziehen muss, wie sie es betitelt hat, selbst gewünscht hätte in seiner vergangenen Beziehung. Werte im Internet, die Leute freiwillig oder auch unfreiwillig verinnerlichen. Warst du schon mal in einer toxischen Beziehung? Nee, hatte ich vorhin auch gesagt. Also ich habe das große Glück, dass ich nie in einer toxischen Beziehung war. Ghost, die Millionen von Menschen... War aber auch, also hatte nicht viele Beziehungen in meinem Leben, aber waren alle nicht toxisch. Erreichen und toxische Menschen in ihrem Dasein verstärken. So meine erste Beziehung, die über 3 Jahre ging, hat geendet, weil meine damalige Freundin mich mit meinem
damals besten Freund betrogen hat. Aber es war keine vorher toxische Beziehung, es ist nur so dann unschön auseinandergegangen. Meiner Meinung nach die Jindawis. Ein junges Ehepaar, was von vielen als das Traumpaar schlechthin manifestiert wird. Er lebt für sie lebt für ihn. Die Blicke, die Geschenke, der perfekte Nachwuchs. Und wer sie hatet, ist doch nur neidisch, denn die kann man ja nicht ernst nehmen, die Leute. Doch welche Werte vermitteln sie uns? Nada, ein Mann, der seine Frau bedeckt halten will. Zumindest nein, er liebt einfach nur. Wie alt warst du da? Das war meine erste, also ich glaube, wir waren so zusammen zwischen 15 und 18, irgendwie so in dem Bereich. Nur Luisas Style. Luisa bedeckt sich ja schon so, ne? Sie zeigt halt nicht so viel wie andere vielleicht, aber ich finde ihren Stil richtig schön. Und zu Hause von mir aus kann sie rumrennen, wie sie will. Aber draußen, mein Vater hat immer gesagt, willst du, dass man über deine Frau sagt, geil, oder willst du, dass man sagt, mashallah? Aber zum Glück. Habe ich nicht verstanden, was ist jetzt das Positive? Heißt Mashallah nicht so, ist das nicht sowas wie, wow, du bist toll, du bist schön, was heißt das? Was war der Unterschied jetzt, was? Diskutiert sie ja auch nicht. Will Luisa Bikini tragen oder nicht? Ihr wollt es direkt so darstellen, ja, du erlaubst ihr das nicht. Will sie das oder nicht? Gott sei Dank, wir kommen nicht in die Situation, dass man sich gegenseitig was verbieten muss, weil wir dieselben Ansichten haben. Und mal ehrlich, wer ist schuld, wenn Frauen angeglotzt werden, die vielleicht eine kurze Hose tragen und ein bisschen Schulter zeigen? Natürlich die Frau. Ja, natürlich. Ist auch logisch, oder? Und ja, dass auch niemand diesen Körper anschauen darf, außer ihm. Aber wir haben auch so lange darüber gesprochen, dass ich immer irgendwie am Ende des Tages das Gefühl hatte, dass er ja recht hat mit dem, was er sagt. Weil er so lange auf mich eingeredet hat, bis ich dachte, okay, er hat ja einen Punkt. Aber wie schaffen sie es, dass ihre Beziehung so gut läuft? Ich finde, Leute, wenn ihr euch streitet, ihr dürft einfach nicht so viel von dem anderen erwarten. Wenn ihr keine Erwartungen habt, dann kommt es auch nicht zu Streit. Hört einfach auf, so viel von dem anderen zu erwarten. Packt euch an eure eigene Nase. Das ist so toxisch. Ich fühle mich ein paar Jahrzehnte zurückkatapultiert. Und wenn sie mal aus der Reihe tanzt, dann greift er ein. Wenn ich merke, sie tanzt aus der Reihe so, das tut uns nicht gut, dann sage ich ihr, tanz mal gerade, tanz mal nicht links und rechts. Ansonsten kann sie tanzen, wie sie will, solange sie glücklich ist. Oder? Ja, also du hast schon für mich beantwortet jetzt. Und zum Ja, das gibt keine gesunden Vibes, das stimmt. Das gibt Ey, ich will natürlich dazu sagen, ich kenne nix von all den Leuten, die wir hier gesehen haben. Ich kann nur zu den Ausschnitten was sagen, die ich hier sehe. Ne? Also es könnten auch ganz unglückliche Ausschnitte sein und ansonsten sind die gar nicht so theoretisch. Ne? Das will ich nur dazu sagen. Weiß ich jetzt nicht. Aber in den Ausschnitten wirkt es nicht gesund. Sie tanzt aus der Reihe so, das tut uns nicht gut. Dann sage ich ihr, tanz mal gerade, tanz mal nicht links und rechts. Ansonsten kann sie tanzen, wie sie will, solange sie glücklich ist. Ja. Oder? Ja, also du hast schon für mich beantwortet jetzt. Und zum Glück sagt Nada auch Luisa immer, was sie falsch macht, denn dann muss sie auch gar nicht mehr selbst drüber nachdenken. Ja, ich sag manchmal Sachen, die ich nicht so meine und die falsch rüberkommen. Nada erklärt mir dann einfach meistens, was ich falsch gesagt habe in dem Sinne. Mhm. Und ja, dann entschuldige ich mich dafür. Und was macht Mag Nada an Luisa am liebsten? Dein Benehmen, so du schämst dich, ich mag es, wenn du dich schämst. Das ist auch meine Lieblingscharaktereigenschaft tatsächlich, ja. Oh Gott. Okay, das waren jetzt mehrere Ausschnitte, die wirklich ungünstig waren. Weiß ich jetzt nicht, ob das noch Zufall ist. Was? Und ja, dann entschuldige ich mich dafür. Und was mag Nada an Luisa am liebsten? Dein Benehmen. So, du schämst dich, ich mag es, wenn du dich schämst. Das ist auch meine Lieblingscharaktereigenschaft tatsächlich. Ja. Was? Während sie solche Aspekte wie Geduld aufzählt. Ich liebe am meisten an dir, dass du so geduldig bist. Reduziert er sie auf ihre Funktion im Haushalt. Viele Sachen, ne? Du kochst gut. Du bist eine gute Hausfrau. Du bist aber auch sehr attraktiv so. Und zum Glück ist Luisa so glücklich, sie weint fast vor Glück. Luisa hat sich voll verändert, seitdem sie mit Nada zusammen ist. Ja, hab ich.
Aber so glücklich wie jetzt war ich noch nie in meinem ganzen Leben. Ich schwöre, ich stehe jeden Morgen auf und ich bin so krass dankbar. Das freut mich so sehr, dass das die Couple Goals unserer Zeit sind. Durch solche Bilder, Videos und Aussagen glauben Jugendliche, dass das die Standards sind für eine glückliche Beziehung. Sie glorifizieren Eifersucht und finden es bewundernswert, wenn der Mann die Frau beschützt, indem sie die gleiche Meinung teilen zum Kleidungsstil. Das mag für manche funktionieren, ist aber meiner Meinung nach so verkorkst, dass mir praktisch mein ganzes Herz zerspringt, wenn ich sowas höre. Eine Frau, die lieber ihren Mann reden lässt, sich lieber erklären lässt von ihm, was sie falsch macht, die sich nie mit ihm streiten wird, wenn sie sich zu knapp anzieht, weil sie ja sowieso dieselbe Meinung haben. Und wenn ihr auch keine Erwartungen an euren Partner habt, dann werdet ihr mit Sicherheit auch so eine glückliche Beziehung führen wie diese beiden hier. Und wenn ich all diese Bilder sehe und höre, dann könnte ich wirklich einfach... Also ich... Nochmal, ich weiß nicht, alles, was man jetzt hier gesehen hat, die Ausschnitte aus dem Podcast oder auch hier von diesem, wie hieß die Sendung? Dating-Sendung? Sendung? Oder jetzt auch am Ende, das klang wirklich nicht gesund. Natürlich sind es nur Ausschnitte und man kann jetzt nur was sagen zu den Ausschnitten so, aber es klang wirklich alles nicht gesund. Los weinen, weil... Temptation Island, natürlich, Chat, natürlich. Die da, meine ich. Es mir persönlich einfach wehtut, dass sich Millionen von Leuten solche Personen als Vorbilder nehmen. Vielleicht unfreiwillig wie Gloria und Nicola. Vielleicht auch bewusst wie die Jindawis, die mit ihrer Beziehung Millionen von Klicks erreichen. Ey, ohne Scheiß, am meisten tut mir er hier leid. Gloria und Nicola. Von dem, was man gesehen hat, tut er mir wirklich am meisten leid. Vielleicht auch bewusst wie die Jindawis, die mit ihrer Beziehung Millionen von Klicks erreichen. Im Internet ist es eben schwer, auseinanderzuhalten, wer lebt die perfekte Beziehung nur vor und wer hat sie wirklich. Werte aus dem Internet von unseren Vorbildern der Zeit können Millionen von Menschen prägen und deshalb ist es super wichtig, diese zu beleuchten, auseinanderzufummeln und zu fragen, was wird hier eigentlich gesagt und wie gesund ist das eigentlich? Natürlich können diese Personen sagen, hey, es sind unsere Beziehungstipps, für uns funktioniert das so und deswegen ist das in Ordnung. Aber ich sehe so viele Menschen im Internet, die sagen, wow, ich will auch so eine Beziehung, ich finde das so toll, bla bla bla. Und gleichzeitig höre ich solche Sachen, die ich so unglaublich gruselig finde. Und das ist unglaublich gefährlich, weil eine neue Generation an Beziehungen heranwächst, die sagen, hey, bei denen funktioniert das. Und ganz ehrlich, ja, eine Perle muss sich bedeckt halten, weil wo kämen wir denn hin, wenn ein Typ über eine fremde Frau sagen würde, Body's geil? Ich meine, kann sich die Frau nicht einfach mal ein bisschen mehr anziehen? Und wenn das für die Person funktioniert, fein. Aber ich wollte einfach nur das mal wirklich gerne besprechen und sagen, ich finde diese Aussagen komisch, ich finde die toxisch und ich finde, das ist keine gesunde Beziehung. Und in meinen Augen funktionieren gesunde Beziehungen anders. Eine gute Beziehung funktioniert auf Augenhöhe, wo man auch Erwartungen an seinen Partner haben darf, nur weil man keine Lust auf Streit hat. Und natürlich ist das meine Meinung, aber ich finde es einfach wichtig, Vorbilder im Internet zu hinterfragen. Und natürlich würde ich auch gerne eure Meinung dazu wissen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Nices Video von Sascha. Gibt wieder natürlich ein Like, subscribe bei Sascha rein. Damit wir mal die 700.000 bald voll machen können. Sie ist jetzt bei über 600.000, aber da können ja auch 700.000 stehen. Also subscribe da auf jeden Fall rein.